oder nicht genießen kann. Zur Covid-Thematik und allgemeinen Thematik gibt es auch in der katholischen Kirche, wir sind ein relativ katholischer Landkreis, deswegen habe ich es ausgesucht, zwei Meinungen. Das eine ist der Papst, seine Position ist klar, das andere ist Erzbischof Vigano. Erzbischof Vigano war Nuntius, also Botschafter des Vatikan in den USA bei Trump, und er hat einen offenen Brief geschrieben. Und in diesem offenen Brief sagt er klipp und klar, was nach seiner Überzeugung, und er bekommt das ja in seiner eigenen Kirche mit, der Sinn und Zweck von Covid, beziehungsweise der Sinn und Zweck des Great Reset ist. Ich werde jetzt hier den Vortrag also nicht auf Meinungen aufbauen, sondern ausschließlich Originalquellen verwenden, damit Sie sich Ihre Meinung selber bilden können und ja, vielleicht dann zu einer ähnlichen kommen wie wir. In diesem offenen Brief, der auf Englisch hier vorhanden ist, gibt es eine Stelle, ich habe sie hier markiert, wo er klipp und klar sagt, ja, ich habe es übersetzt, der Zweck des Great Reset ist die Einführung einer Gesundheitsdiktatur, die auf Einführung freiheitsvernichtender Maßnahmen abzielt und sich hinter verlockenden Versprechungen verbirgt, ein universelles Einkommen zu gewähren und individuelle Schulden zu erlassen. Das heißt, mein Gedankenspiel, möglicherweise könnte es etwas damit zu tun haben, dass die Covid-Maßnahmen so gestrickt sind, dass sie kleine und Mittelständler extrem belasten und eventuell in Schulden treiben. Der Preis, so Vigano weiter, der Preis für diese Konzession, die aus dem Internationalen Währungsfonds kommen werden, also in Zukunft erst, wird der Verzicht auf Privateigentum, klingt noch absurd, aber wir werden es gleich weiter vertiefen, und die Einhaltung des Impfprogramms gegen Covid-19 und Covid-21. Bitte hier Covid-21, ups, was tiefer. Covid-21, hier steht's. Kurz vor dem geistigen Auge behalten, das von Bill Gates in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Pharmakonzernen gefördert wird. Impfung als Mittel zum Zweck, also es ist kein Selbstzweck, die Impfung, sondern Mittel zum Zweck, abgesehen von den enormen wirtschaftlichen Interessen, die die Befürworter des Great Reset motivieren, wird die Einführung der Impfung mit den Anforderungen eines Gesundheitspasses und eines digitalen Personalausweises einhergehen. Der digitale Personalausweis ist, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr beschlossen worden im Bundestag, und der Gesundheitspass ist jetzt eingeführt worden durch den grünen Pass. Man könnte theoretisch auch den gelben Impfpass nehmen, aber nein, Sie mussten unbedingt einen neuen Gesundheitspass nehmen. Wir sehen hier überall draußen an der Tür die QR-Codes, um letztendlich sich dann zu identifizieren, wenn man in Zukunft diesen Raum hier überhaupt betreten möchte. Ziel ist die Kontaktverfolgung, die konsequente Kontaktverfolgung der Bevölkerung der ganzen Welt, sagt Erzbischof Vigano. Diejenigen, die diese Maßnahmen nicht akzeptieren, werden in Internierungslager eingesperrt, sagt er, unter Hausarrest gestellt und ihr gesamtes Vermögen wird beschlagnahmt. Starke Worte. Dazu muss man allerdings wissen, es ist in der Tat so, dass in Bayern es ein Krankenhaus gibt, in dem Covid- oder Maskenverweigerer und andere eingesperrt werden können. Das ist nämlich genau dasselbe Krankenhaus, in dem Personen eingesperrt werden können, die TBC haben und sich nicht entsprechend kurieren lassen wollen. Da ist die Rechtsvorschrift ist erweitert worden auf Covid-Fälle. Das heißt, wir haben in diesem Sinne diesen ersten Teil, die Internierungslage in Anführungszeichen eingesperrt, der sagt das aus amerikanischer Perspektive, kennt natürlich nicht die Details in jedem Bundesland, haben wir bereits jetzt zumindest ansatzweise. Das hat er, das ist das Spannende, hat er veröffentlicht am 30.11., nein, das ist der Januar, wir sind ja mittendrin im Web Archive, das heißt, da kann man also nachschauen, wann jede
Seite online gestellt wurde. Sie ist online gestellt worden hier am 30. Oktober um 9 Uhr und 12 Minuten. Ich erinnere gerade eben, wir haben da Covid-21 gehört. Das ist natürlich die Mutation aus England. Aber die hat Boris Johnson erst am 23.12. dieses Jahres, sogar letzten Jahres, bekannt gegeben. Veröffentlicht wurde das, wie wir sehen, am 30. Oktober um 9 Uhr und 12. Das heißt also, 2 Monate früher, bevor Boris Johnson für England diese Nachricht überhaupt veröffentlichen konnte. Was bekannt ist aus England ist, dass die erste Mutation aus Sequenzierungen stammt, die irgendwann im Oktober in Kent gesammelt wurden. Aber das ist schon alles ein wenig arg knapp und ein wenig arg eng beieinander. Das Thema Covid und Ähnliches packen wir mal in einem späteren Vortrag. Also möchte ich jetzt hier nur mal so als Punkt, als Faktum stehen lassen. Und zum nächsten Faktum kommen, den sogenannten Great Reset. Great Reset ist jetzt original. Das ist der Great Reset von der Davos Agenda 2021. Da stellen die sich selbst vor, wir werden auch kurz zu merken, später haben die Staatsregierung angefragt, was sie denn vom Great Reset halten. Abgetaucht, keine Antwort. Hören wir mal ganz kurz hinein, was diese Herrschaften da in der Eigenwerbung. What history would say about this crisis? 2020 has been challenging on the purpose, as economic, environmental and societal frailties have been laid bare. But it's also proved that when we need to, we can act rapidly and restructure our lives. Recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. You don't want to go back to the status quo that you had before, simply because it was the status quo that got us here. With everything falling apart, we can reshape the world in ways we couldn't before. Ways that better address so many of the challenges we face. And that's why so many are calling for a great reset. A great reset? That sounds more like buzzword bingo, masking some nefarious plan for world domination. Hands up, this kind of slogan hasn't gone down well. But all we really want to say is that we all have an opportunity to build a better world. And it's not surprising that people who've been disenfranchised by a broken system and pushed even further by the pandemic will suspect global leaders of conspiracy. But the world's not that simple. Every one of us has different priorities, values, and ideas. That's part of why solutions are so hard to come by. And why we all need to be involved in decision making. Because whether it's politicians, CEOs, academics, activists, or you, we're all about getting people together. Even those you may not like, to sit down at the table and develop solutions that work for all of us. But we need enormous trust between the private sector and the public sector for this to actually work. That trust is hard to come by. It's time for people to work together, listen to each other, and build this trust so we can move towards a better world. And we really need one. Because while the pandemic affects us all, it's clear it affects some more than others. First people who are hit are the people at the front, those who are vulnerable. It is those on the front line who take it first. And that is simply unacceptable. See, at the start of 2020, 1% of the world's population owned 44% of the wealth. And since the start of the pandemic, billionaires have increased theirs by more than 25%, whilst 150 million people fell back into extreme poverty. And with climate change set to dwarf the damage caused by the pandemic, the message from 2020 should be abundantly clear. Capitalism, as we know it, is dead. This obsession that we have had with maximizing profits for shareholders alone has led to incredible inequality and planetary emergency. But no one can do this alone, and top-down approaches won't get us anywhere, because everything we've learned in our work has shown us that diverse voices lead to better results.
And it's for these reasons that the forum talks about something called stakeholder capitalism, which would shift businesses away from just profit. Because if we want to change where the focus of our recovery will go, then we need a new dashboard for the new economy. And that needs to encompass people, planet, prosperity, and institutions. Giving people a real stake in the economy and putting well-being before growth. And that's all about getting the right people in the right place at the right time. We must rebuild our relationship with nature for the survival of the peoples and our planet. We have a window of time which is closing, and we need everybody who cares to get together and find solutions now. It's the people who have great ideas and who share them with others. They're the ones who are shaping the future. So if you want to be a part of the change, then tune in, turn on, and get involved. Follow the dark. Das war das Original vom Weltwirtschaftsforum. Man sieht genau einen Punkt, wie ein Kommunismus mal erlebt hat. Erkennt es sofort. Die Zerstörung des Alten, um auf dem zerstörten Alten eine neue Utopie aufzubauen. Das ist der Grundgedanke. War vorhin gesagt worden, die richtigen Leute zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, um das aufzubauen. Zerstörungsmedium ist Covid. Ganz einfach. Covid. Und das gibt auch Klaus Schwab selbst ganz vor dem Vaccine. But there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. Don't want to go back to the east. Das gleiche von gerade eben. Genau. Hier haben wir ein Interview mit Klaus Schwab. Er sagt klipp und klar: Wegen dieses Zustands können wir nicht zu der Welt, wie wir sie bisher gekannt haben, zurückkehren. Dieser Mann, der demokratisch nicht gewählt ist, erklärt uns und seinem Netzwerk, dass wir nicht mehr unsere alte Welt zurückbekommen. Hören wir mal rein. Was ein globaler Neuanfang möglich ist. Er hat ein Buch über genau dieses Thema veröffentlicht und ist dem jetzt zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie mein Gast in The Global Conversation sind. Wenn Sie sich den Zustand der Welt im Augenblick anschauen, welches Wort kommt Ihnen als erstes in den Sinn? So, ich halte das Wort Reset für passend, weil wir das Virus noch immer bekämpfen, aber jetzt nach der Ankündigung von Impfstoffen recht optimistisch werden. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Denn eines ist klar, wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren. We cannot come back to the old normal. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, wie es unsere Eltern, und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben, um wirklich darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist und was wir besser machen können. What could we do better? What is your priority? Was ist Ihre Priorität bei der Einleitung dieses Reset? Initiate this reset. Es gibt drei Dimensionen, drei Prioritäten. Die erste besteht darin, die Welt widerstandsfähiger zu machen, denn wir werden definitiv mit anderen Überraschungen konfrontiert werden, mit schwarzen Schwänen, wie sie genannt werden, vielleicht mit verschiedenen Arten von Viren. Zweitens müssen wir die Welt integrativer und gerechter machen, denn wir haben gesehen, dass wir ein untragbares Ausmaß an Menschen erreicht haben, die sich ausgeschlossen fühlen. Unsustainable degrees of levels of people who feel felt excluded. Und schließlich müssen wir die Welt viel grüner machen. Wir müssen endlich all unsere Energie in die Dekarbonisierung stecken, um eine große Katastrophe zu vermeiden, für die wir heute die ersten Anzeichen sehen haben. Dekarbonisation in order to avoid a major catastrophe. Datum 19.11.2020. Bevor Boris Johnson die Mutationen öffentlich gemacht hat, am 23.12.2020, sprach er von Mutationen und schwarzen Schwänen, die uns die Zukunft oder die Rückkehr in eine normale Welt unmöglich machen werden. Sein Sohn Alexander Schwab leitet das Büro des WEF in Shanghai als Nebeninformation. Das ist also keine
ja, Verschwörungstheorie, sondern von ihm selbst offenkundig kommunizierte Visionen, einem Mann, der demokratisch nicht legitimiert ist, den niemand gewählt hat, der uns erklärt, was wir tun müssen. Und was wir genau tun müssen, hat, oben rechts sieht man World Economic Forum, er in diesem kleinen Video durch einen Think Tank, den er bezahlt, zusammenfassen lassen. Und da sind sehr interessante Elemente mit drinnen, wie zum Beispiel, dass wir nichts mehr besitzen sollen. You will own nothing and you will be happy. Sie werden nichts mehr besitzen und glücklich sein. Die USA werden nicht mehr die Hauptmacht sein, sondern eine kleine Handvoll Länder wird dominieren. Wir werden weniger Fleisch essen. Vor wenigen Tagen erneuter Lockdown in Sydney wegen der Delta-Mutation. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Auf der Seite Our World in Data habe ich hier die Covid-Fälle pro Million Einwohner. Das sind also unabhängig jetzt, ob die legitim zusammengestellt worden sind oder nicht. Das sind die offiziellen Daten, wie sie durch die Johns Hopkins Universität veröffentlicht werden. Wir haben hier die erste Welle, wir haben hier die zweite Welle und hier die sogenannte dritte Welle. Gehe ich mal hier unten mit dem Zoom etwas hinüber. Schauen wir uns hier mal die Welle in Indien an, die übrigens durch ein religiöses Fest verursacht worden ist, wo sich die Menschen das Frühlingsfest mit Farbe schmeißen und ein unglaubliches Halligalli war. Und natürlich ist es ein Milieu, in dem sich jedes Virus fantastisch ausbreiten kann, völlig zweifellos. Aber wie wir auch sehen, ist das nach einem einmonatigen Anstieg bis heute fast auf null wieder reduziert. Wir sehen dann, weil England natürlich sehr intensive Beziehungen mit Indien hat und viele Inder in England sind, dass zuerst
England ansteigt und dann, weil englische Urlauber nach Portugal kommen, Portugal ansteigt. Das sind also jetzt die offiziellen infizierten Zahlen und da unten haben wir Australien. Jetzt mache ich mal England hier raus, Portugal raus, Indien raus. Deswegen, da hinten, diesen kleinen Knubbel, wir sind hier zwischen 0 und 5, also 2 pro 1 Million Einwohner. Fälle, nicht tote Fälle, also positive PCR-Tests. Deswegen schicken die komplette Stadt Sydney in den Lockdown. Hintergrund eine andere Politik, die sagen einfach, wir verfolgen die Null-Covid-Strategie. Wir wollen das Zeug überhaupt nicht null haben. Deswegen, jedes einzelne Virus, das irgendwie eingeschleppt wird, wird mit diesen Hammermethoden, die natürlich Nebeneffekte haben, vollkommen vernichtet. Das soll vernichtet werden. Also ich kann diese Seite nur jedem empfehlen, Our World in Data, oben sieht man es, und dann kann man die Covid-Cases und ähnliches kann man sich dann aussuchen und dann mit diesen Ländern und selber spielen und selber mal ausprobieren. Da wird es zu erstaunlichen Ergebnissen kommen. Jetzt schauen wir uns mal die Todeszahlen an von England, Indien, Portugal und Australien. Das hier ist die Delta-Variante aus Indien, Todeszahlen. Das hier unten, wir haben vorhin bei einer Inzidenz von ca. 200 in England, es gibt keine Toten. Mit der Delta-Variante. Das gibt sie nicht. Sie scheinen in offiziellen Statistiken nicht auf. Oder hier Portugal. Auch das ist vollkommen unerheblich im Vergleich zu dem, was an Inzidenz dort gemessen worden ist. Vielleicht kannst du dann, Klaus, noch ein bisschen was dazu sagen, was die Delta-Variante ist, inwiefern die sich jetzt im vorderen Rachenraum oder sowas entwickelt und diesbezüglich noch dazu diese Informationen. So wie zum Thema Delta-Variante, das ist genau die Variante, die bei uns im Augenblick quer durch die Presse gejagt wird. Wir können auch gerne mal die Zahlen in Deutschland anschauen. Machen wir mal hier kurz Germany rein. Da haben wir unsere Fälle. Das sind halt die Infektionen, genau die Cases. So schauen wir im Augenblick aus. Das war die sogenannte dritte Welle hier im April, März, die gefährlichste ist, laut Söder. Und es gibt keine Fälle mehr im Augenblick bei uns. Schauen wir uns die angeblichen Toten an. Machen wir mal Portugal und Indien raus. Und machen wir Germany rein. Schupp. Da sehen wir vor allem eins. Die sogenannte dritte Welle, Australien raus, England raus, die sogenannte gefährlichste, hat der Ministerpräsident Söder gesagt, die dritte Welle ist die gefährlichste, wortwörtlich. Die kam nie in den Krankenhäusern an. Und auch jetzt, die Delta-Variante spielt keinerlei Rolle. Gehen wir mal ganz kurz dazu in die offiziellen Veröffentlichungen des RKI. Das ist also einfach in Google RKI-Tagesbericht eingeben. Da kommt man auf die Seite des RKI. Und da ist immer dienstags, werden mehr Informationen herausgegeben als sonst, als an den anderen Tagen. Da sehen wir, dass wir uns im Augenblick beim 7-Tage-R-Wert von 0,79 sind und beim 4-Tage-R-Wert von 0,86. Das heißt, es steigt im Augenblick gleich wieder. Aber nur ganz leicht, das wissen die Politiker natürlich alles. Unter 1 bedeutet weiter sinkend generell. Aber mittelfristig über 7 Tage sinkt es schneller als kurzfristig. Das heißt also, wir haben jetzt vermutlich die Talsohle erreicht von positiven PCR-Tests für die nächsten Wochen und Monate. Aber was man dem auch noch mitnehmen kann der Seite ist, die sogenannte Heatmap, das ist diese Seite hier, dort sieht man, je dunkler rot man es sieht, desto mehr Infektionen sind es. Oben sieht man, das sind die Alten in den Pflegeheimen,
die durch die Impfung sehr gut geschützt wurden, sowie dann allerdings mit Beginn der Impfungen das Virus in die Jugendliche und die junge Bevölkerung hineingedrückt wurde, nämlich hier. Irgendwo muss das Virus ja ausweichen, das ist ja der Überlebenswillen in Anführungszeichen, muss ja ausweichen. Das sieht man ganz genau hier, wie also durch das Impfen in eine Pandemie hinein das Virus aus der älteren Bevölkerungsgruppe hinausgedrückt wird und in die jüngere Bevölkerungsgruppe hineingedrückt wird. Und dadurch natürlich einen zusätzlichen Mutationsstress bekommt. Aber durch die Maßnahme der Politik. Üblicherweise im Gesundheitswesen so, dass man vor einer möglichen Pandemie einen Impfschutz und eine Impfwand aufbaut, damit das Virus dort komplett abprallen kann, nicht in eine Pandemie hinein. Das ist ein Experiment und in dem Sinn wird da Mutationsdruck durch politische Maßnahmen auf das Virus ganz gezielt aufgebaut. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Hier sehen wir offizielles Zahlen des RKI, dass die gefährliche Pneumonie, die niemand wünscht, gar keine Frage hier, 1% aller positiven PCR-Tests bekommen. Alle anderen haben Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Geschmacksverlust und ähnliches. Es geht also um 1% der Bevölkerung, wie wir vorhin gesehen haben, die allerdings bei Pneumonie fast ausschließlich zur älteren Bevölkerung zählen. Wenn man also die schützt, würde dieses Virus bei den Jüngeren mit Sicherheit keine Todesursachen oder keine signifikanten Todesursachen mehr hervorbringen, sondern eben Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Geruchs- oder Geschmacksverlust, wenn jemand mit Covid in Verbindung käme. Natürlich eine politische Frage, warum wird dann geimpft? Das ist ein anderes Thema, kann ich heute nicht darauf eingehen. Gehen wir nochmal kurz eine Grafik weiter. Das hier sind die Todeszahlen, in Anführungszeichen, die Hospitalisierungen sind es, nach Alter. Ja, oben haben wir die ganz Alten, also Ocker sind die 80-Jährigen plus. Und ganz unten haben wir die Kinder, einmal die bis 11-Jährigen und einmal, glaube ich, bis 25-Jährigen. Man sieht, dass Kinder und junge Jugendliche nie ins Krankenhaus kommen wegen Covid. Das ist RKI. Offizielles RKI. Und was soll jetzt gemacht werden? Ab 12-Jährige sollen geimpft werden. Wofür? Für Schnupfen? Gegen Schnupfen? Gegen Husten? Offene Fragen, die man beantwortet. Dem Overwriting Data kann man noch eine sehr interessante Information entnehmen, nämlich, dass Masken und Lockdown praktisch null Vorteile bringen. Wir haben hier die offiziellen Zahlen wieder, Cases per Million, haben wir von Schweden, grün ist die obere und Deutschland, blau ist die untere. Man sieht hier also ganz genau, dass die Schweden mehr Infektionen zulassen, ganz gezielt. Von November 16 bis heute haben die Schweden viel mehr Infektionen zugelassen, weil sie keinen Lockdown beschlossen haben und weil sie keine Maskenpflicht haben, bis auf einen kurzen Zeitraum. Aber ansonsten kann man wirklich sagen, das haben sie nicht getan, sie haben die Geschäfte offen gelassen. Haben also, das ist richtig, mehr Infektionen zugelassen. Schauen wir uns an, wie die Kurve der Verstorbenen. Obwohl sie mehr Infektionen zugelassen haben, haben sie nicht mehr Verstorbene pro Million Einwohner. Die sind deckungsgleich. Das ist der Beleg dafür, Masken bringen nichts, Lockdown bringt nichts, es sind zusätzliche Maßnahmen, die auferlegt werden, die für den Gesundheitsschutz null Effekt haben, ich spreche jetzt für die erwerbstätige Bevölkerung in erster Linie, null Effekt haben und nur den zusätzlichen Effekt haben, die Wirtschaft zu schädigen und die Bürger zu schikanieren bzw. Abhängigkeit zu bringen. Fakten des auf Daten des Johns Hopkins Universität. Und das nennen wir politischer Missbrauch von und durch Covid. Und die Bundesregierung unterstützt das Ganze. Es
Thinktanks im Familienministerium, die genau diese Punkte, die wir vorhin gehört haben, die vom World Economic Forum kommen, teilweise aufnehmen und die eigene Agenda übernehmen. Wir haben es damit den entsprechenden Artikel hier veröffentlicht. Und, das ist das Gefährlichste und das Spannendste, dieser Herr Klaus Schwab hat einen Goldfischteich. Das sind die sogenannten Young Global Leaders. Allein dieser Begriff, also die jungen Weltenführer, wenn man es mal wortwörtlich übersetzt, ist schon eine Frechheit für sich. Da werden pro Jahr 140 unter 40-Jährige ausgesucht, um an diesem Spezialtraining, das der Klaus Schwab für diese Personen anbietet, über Universitäten, für den Führungsnachwuchs in seinem Netzwerk der Zukunft bereitzustellen und da von einer Position innerhalb dieses Netzwerks auf die andere gesetzt werden. Da sind Politiker drunter, da sind Wirtschaftskapitäne drunter, Juristen drunter. Ein einzigartiges Netzwerk, wo man letztendlich die komplette Führungsebene auf der supranationalen Ebene kontrollieren kann. Und spannend ist, wer da alles drin ist in diesem Netzwerk. Da gibt es zum Beispiel diesen Herrn hier. Sie kennen ihn alle. Er hat Karriere gemacht. Herr Macron. Und jetzt schließt sich vielleicht der eine oder andere Kreis. Es gibt auch diesen Herrn hier. Den Herrn Jens Spahn. Ist ein Young Global Leader im Netzwerk des Herrn Klaus Schwab. Und das i-Tüpfelchen noch, Annalena Baerbock. Netzwerk der Young Global Leader des Herrn Klaus Schwab. Wenn sich also jemand fragt, warum manche Leute irgendwie machen können, was sie wollen und ihre Plätze nicht verlieren, vielleicht findet man da eine Antwort. Kommen wir langsam zum Schluss, zumindest meinem Teil. Einer, der auch dabei sein wollte, Markus Söder. Hier ist er. Von seiner Facebook-Seite stammt dieses Foto. Im Januar, am 20. Januar 20, zu Klaus Schwab gefahren, hat ihm eine Bavaria übergeben und hat sich dort angebietet, weil er auch dabei sein wollte. Natürlich ist er über 40, kommt nicht mehr rein, aber er wollte der Bundeskanzler werden. Und da ist natürlich die Frage, Herr Schwab ist akzeptiert, das ist meine Interpretation, wir wissen es nicht, es akzeptiert, dass der Herr Söder gegen Frau Baerbock antreten darf, ist ein möglicher Gedanke, der hinter diesem Bild stecken könnte. Haben wir natürlich nachgefragt im Landtag. Erste Frage, welche Kenntnisse hat denn die Staatsregierung überhaupt über den Great Reset? Die Staatsregierung hat bisher keinen Veranlassung gesehen, sich mit der genannten Publikation und dem darin enthaltenen Konzept inhaltlich näher auseinanderzusetzen, abgetaucht. Und noch ein weiteres. Ein weiterer Punkt. Wie kriegt man jetzt diese Leute still, die das trotzdem erwähnen? Man erfindet einen neuen Begriff für den Verfassungsschutz, das ist der sogenannte Verschwörungsextremismus. Das ist eine neue Kategorie, die für die Leute geschaffen wurde, die das thematisieren und weil es, weil die Leute nicht rechts sind, sind linksextremistisch, sondern sie denken nur anders oder decken das auf. Und da hat die der Staatsregierung einfach diesen neuen Begriff erfunden, um letztendlich die Personen, die da führen, sie, die eventuell, ich weiß nicht genau, bei Markus Heinze, dadurch zu diskreditieren und ihn dadurch von seiner Gefolgschaft abzuschneiden. Und auch das haben wir hier nachgefragt, was denn da alles so dahinter steckt hinter diesem neuen Begriff Verschwörungsextremismus. Die Antwort zur schriftlichen Anfrage wird teilweise als Verschlusssache eingestuft. Sie lassen nichts raus. Aber jemanden, der klar in diese Richtung einordnenbar ist, ist dieser Herr hier. Mit einer spannenden, eine Minute langen Einlassung, die man gehört haben könnte, gehört haben sollte. Man kann es auch so sagen. Ein Geburtstag, den schätzen wir wahrscheinlich heute, mein Geburtstag, in 80 Jahren um die Welt.
die größte Veränderung in seinem Leben. Und der hat ja wahrlich viel erlebt. Sei die Innovation der Kommunikationstechnologie. Und zwar nicht nur für die Märkte, für die Medien, sondern für die Menschengesellschaft. Okay. So. Und in dieser Entwicklung müssen wir nun versuchen, Regeln, Grenzen zu schaffen. Dazu brauchen wir ein starkes Europa. Deswegen haben alle diejenigen nicht recht, die glauben, wir müssen in Europa wirklich wieder zurückfallen. Wir können nicht stehen bleiben. Die Konstruktion war immer nur labil für eine Zeit. Und wir gehen voran oder wir fallen zurück. Das ist nicht einfach, leichter gesagt als getan, aber es ist ein. Und in der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance als der Nationalstaat. Der ist vor 100 Jahren mit seinem Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen. Und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Ja, können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern. Und deswegen, ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Oh. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. In normalen Zeiten, wir feiern morgen, nein, wir feiern nicht. Wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Wolfgang Schäuble, vor ziemlich genau 10 Jahren, aber vor dem Hintergrund der Euro-Krise. Und genau diese selbe Politik ist meine Überzeugung und die Überzeugung vieler in der AfD wird im Augenblick auch mit Hilfe des Covid-Virus angewendet. Letztendlich, welche wirkliche Bedrohung es hat. Es hat eine für die älteren Leute, gar keine Frage, für die jüngeren Leute offensichtlich nicht, erst recht in der Delta-Variante. Aber der politische Missbrauch ist klar und die Methode, die Leute, die Schäuble anwenden, nämlich Krisen zu erzeugen, damit die Menschen sich beugen, die ist immer noch dieselbe mit denselben Worten. Die einzige Partei, die genau das thematisiert, ist die AfD und sonst kein anderer. Und damit möchte ich meinen Teil des Vortrags beenden und zu unserem Dr. Lang übergehen. Vielleicht das eine oder andere vertiefen oder was du uns da noch ergänzen kannst oder mit deinem eigenen Thema fortführen kannst. Vielen Dank.